Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, was müssen wir machen? Wollen wir nochmal schauen. Wir müssen auf jeden Fall beschaffe dir eine Thalenberger Rüstung aus der Wachstube über dem Tor. Ist ja wohl hier drinnen, ne? Ich habe aber keine Dietriche. Mal das hier knacken. Wo krieg ich denn jetzt einen Dietrich her? Kann ich das irgendwie kaufen? Ah. Was bei dem Händler da vorne? Kann ich dann einen Dietrich kaufen? Können wir handeln? Mal gucken. Wenn du Geld hast. Alles Gute. Da, Dietrich, 14,4. Okay. Ich würde gerne was verkaufen. Und zwar... den rustikalen Eschenbogen. Das machen wir jetzt. Oh, falschen, nein. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Okay. Ich möchte ganz gerne den, ja, komm, Angebot unterbreiten. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. Ah. Perfekt. Und jetzt kann ich bei dir nämlich auch... Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Den Dietrich kaufen hier. In den Warenkorb. Ein. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was... dass ich wenigstens für 14 kriege. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. 14 vielleicht. Ja, 14 hier. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Gut, dann hier. Da schlage ich zu. Na komm. Ist okay. Gut, und jetzt müssen wir mal schauen, wie das mit dem Schlossknacken funktioniert. Ansonsten... muss ich vielleicht noch irgendwas stehlen, weil sonst habe ich nicht genug Geld für den nächsten Dietrich. Ich darf mich nur nicht beim Schlossknacken erwischen lassen. So. Wie geht das Ganze jetzt hier? Schluss drehen. Das hat keinen fehlgeschlagen. Bin ich zu blöd dafür? Oh nein! Das hat aber vor. Warum hat das denn. Warum hat man denn da keine Erklärung bekommen? Wie das Ganze hier funktioniert? Aber das ist doch jetzt scheiße. Kann ich hier noch was stehlen oder so? Wie kann ich das machen? Kann ich hier noch was rausbekommen? Ah, hier. Alles stehen, hier damit. Ich will das zwar eigentlich nicht, aber... was will ich machen, ne? Okay, das ist jetzt interessant. Ja, ja. Ja, raus hier.
bin nicht mehr im privaten Bereich. Ich habe nämlich jetzt dies zwar gestohlen, aber ist mir egal. Nadel. Ja? Ist besser als Herrn Ratzigs Schwert. Herr Ratzigs Schwert ist ja auch nicht unser. Aber ich könnte dann gegebenenfalls jetzt die Bartaxt verkaufen. Noch ein paar, dadurch ein paar Groschen für Dietriche bekommen. Herr Wodava, ich möchte gerne handeln. Wenn du Geld hast? Ja, noch nicht, aber Vermögen des Händlers 48. Nee, Okay. Nein, ich möchte die hier gerne verkaufen. In dem Warenkorb und dann können wir vielleicht noch ein bisschen falschen. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Komm, hier 18. Sind wir uns einig? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Ja, okay. Dann hier. Hau rein. Da schlag ich zu. Ich bin wirklich ziemlich... Bist wirklich ziemlich was? Was, müde oder hungrig? Wenn du Geld hast. Alles Gute. Komm hier, gib mir nochmal... Ich habe dein Vermögen 19,7 hier ein... In den Warenkorb, Ach komm. Günstige krieg ich eh nicht. Wollen wir mal schauen, ob wir da irgendwas machen können. Schlösser knacken. Meine Lieblingsaufgabe. Hier, Tür zu. Jo! Ha! Das hat funktioniert. Alle stehen. Her damit. Jetzt aber raus hier. Das kann ich jetzt ausrüsten, nicht wahr? Also, Rüstung. Gepolsterte Bunno. Bisschen gewöhnliche Beckenhaube. Jagdhandschuhe, leicht gepolsterte Rüstung, Nackenschutz. Die Handschuhe habe ich schon an, ne? Ja. Und das da. Jetzt sehe ich aus wie so eine Wache von hier. Ne? Einfach mal behaupten. Und ich habe ein neues Schwert. Das hat ja recht okay funktioniert, ja. Moinsen. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Mach's gut. Mach ich schon nicht, keine Sorge. Ich hoffe, die haben ein Pferd, habe ich auch erledigt. Aus der Burg und gelang nach Skalitz. Da wollen wir doch jetzt mal hin. Ja. Irgendwie eine Map oder sowas? Heimberg. Und ich muss nach... Das hier ist Skalitz? Ne, das hier ist Skalitz. Ne? Ja. Ah, ich werde schon irgendwie ankommen. Geht bestimmt da irgendwo einen Weg runter.
der Flucht. Haben dich erhöht. Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Oh. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Also, das klappt bestimmt nicht so einfach. Es begonnen. Heimkehr. Suche nach deinen Eltern. Aber ich bin doch... Rot. Ungetrocknete Pilze, her damit. Das auch plündern? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Plättchen? Hallo? Hallo. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Na. Ich hab doch hier... ja. Na komm. Geh drauf! Was ist los? Verdammter Scheiße! Du wirst leiden! Was sollen wir machen? Ich glaube, ich werde ihn unbewaffnet ziehen lassen. Hinfort mit dir. Aber du lässt die Waffe, wo sie ist. In Ordnung. Auf geht's. Auf Flug. Sechs. Und Salbei. Achso, Kräuter sammeln. Inventar. Aber jetzt ein Sachs, ne? Da. Ja, das ist nicht so geil. Aber egal. Plündern. Die brauchen es wohl wirklich nicht mehr, ne? Kann ich nicht tun, ne? Okay. Muss ich jetzt wirklich bis dahin laufen? Muss man das Schwert wieder wegstecken, weil wenn ich dann doch noch auf friedliche Dorfbewohner treffe, dann könnten die von mir verschreckt sein, so hieß es ja. Finde ich noch jemand? Verbandszeug, sehr gut. Also ich würde jetzt einfach mal so behaupten,
ich jetzt hier so habe, ne, Apfel. Was heißt das, wenn hier ein X ist? Ist der nicht mehr gut? Oder... So, jetzt habe ich aber wenigstens keinen Hunger mehr. Aber warum habe ich da das tödliche Ding? Wofür steht das? Lebensmittelvergiftung. Ja, ich habe... Anscheinend war der echt nicht mehr gut. Dann kriegst du Lebensmittelvergiftung. Ich nehme jetzt vielleicht nur noch die guten Lebensmittel mit und nicht mehr die, die schon halb abgegammelt sind. Ja. Die brauchen sie eh nicht mehr, ne? Froschen. Axt. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt im Inventar eigentlich? 63,1 von 78. Ja gut, ich kann halt nicht unendlich viel mitnehmen, ne? So, plündern. Ne, nehme ich gar nichts von mit, Freunde. Das Brot nehme ich mit, weil das Brot ist noch gut. Gütiger Gott, das ist der Köhler. Der Köhler? Oh, okay. Hier irgendwas noch, was man nehmen kann. Oh, da hängt auch jemand. Oh, das ist Scarlet wahrscheinlich. Rätsel mitnehmen. Hing der da vorher schon oder erst nachträglich? Was ist mit dir? Warum rennt der weg? Ich muss hinterher. Was hat der? Was ist das? Was, wer ist das? Ist das ein Bandit? Komm! Bleib stehen, du Lump! Wer bist du? Hey! So, Schwert ziehen. Hör damit! Ja? Und nur? Niedrige Werte, Ruf. Ja? Hör damit! Ich würde einfach mal so, er ist ein Bandit, ich ihn nur ziehen lassen, wenn er zahlt, ja, das ich brauch deine Münzen und du bist frei. Nun gut. Ja, damit, 9 Groschen, danke, ab geht's. Kann ich ihn nochmal stellen? Hey. Ja, okay. Passt schon. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Okay. Das bedeutet... finde ich, hat er jetzt irgendwen überfallen? Hat er vielleicht Geld geklaut und kann ich denen das wiedergeben? Aber in dem Fall würde ich das auf jeden Fall tun. Nur, wo war das? Da war irgendwo ein Galgen und da hing einer. Das war da vorne. Dann war das weiter hier auf dem Weg, ne? Glaube ich zumindest. Gehen wir erstmal wieder zu dem Galgen zurück. BH kam. Ich weiß, dass ich da in die Richtung muss. Da, genau, da an dem Galgen war das, wo ich das mitbekommen habe. Da liegt noch wer. Ist das ein Pferd? Kann ich, oder... Mensch, das ist ein Pferd. Ohne Mensch dabei, okay.
kann ich nichts weiter machen, ne? Der liegt, die hängt da glaube ich auch schon ein bisschen länger. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Ja, gute Frage. Ja, mir gut von Verbandszeug nehme ich mit. Nehme ich nichts mehr mit. Ja, was haben die armen Seelen denen getan? Sie haben sehr gut Bildstock. Broschen. Ja, damit. Verbandszeug. Wer weiß, für wer sich das alles noch brauchen kann. Äpfel. Ja, sind nicht mehr gut. Was ist hier los? Was ist da? Was hast du jetzt zu suchen? Lebensmüde, was? Dunder! Fotze! Na komm, Feuer! Und auf geht's, Angriff! Ich glaube, das hat sich für dich erledigt. Hier, Anstoß! Nee, Körper aufheben. Nee, will ich nicht. Ich möchte den eigentlich ganz gerne plündern. Platten Ellbogenkacheln. Okay, nehme ich mit. Hier, guck mal, die Schuhe sind was wert. Hier, die geflickten Beinlinge sind was wert. Die Jagdhandschuhe. Gut. Kriege ich jetzt zu viel? Fast. Okay. Dann wollte ich mal gucken, ob ich da jetzt noch ein bisschen was ausrüsten kann. Na, Rüstung. Die edlen Schuhe sind besser als meine alten Stiefel. Definitiv. Anziehen. Die geflickten Beinlinge sind genauso gut wie meine enge olivfarbenen Beinlinge. So, die Jagdhandschuhe sind die gleichen. Der Lederwams ist nicht besser. Das kann ich noch zusätzlich anbringen. Das ist gut. Ja, dann haben wir da das alles. Perfekt. So. Nichts Tolles. Eine Karotte. Eieieiei. Bist überladen. Langsamer Weg. Nicht die Schnellreisefunktion nutzen, um rennen oder springen. Okay. Dadurch, dass mein Pferd jetzt nicht dabei ist, ne? Ich werde jetzt mal ein Brot essen. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Hab keinen Hunger mehr, ne? Aber eine leichte Lebensmittelvergiftung. Bin ich immer noch überladen? Nee, bin ich nicht. Ich habe nur 76,2 von 77,3. Also war wahrscheinlich nur eine Warnung. Okay. Ist das hier schon Scarlet's oder bin ich noch ganz weit weg? Nee, das ist hier schon Scarlet's. Suche nach deinen Eltern. Diese Suche werden wir in der nächsten Folge fortsetzen, Freunde. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand sie sehr spannend. Es ist viel passiert. Und ich hoffe genauso, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Lasst möglicherweise ein Like, ein Abo da, wie ihr möchtet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao!